Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle. Und das ist kein normales Squad Builder Battle. Nein, ist es nicht. Und wisst ihr auch warum? Weil er doch so bezaubernder, intelligenter und atemberaubender, er, dummer, verpeilter und absolut behindert Spielbruder, die Datei seiner Fakekam gelöscht hat. Jetzt stehen wir nun da und müssen meine Roboterstimme ertragen. Danke dafür, Simon. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich dich hasse? Heute geht es um den guten Kruse, welcher Gerüchten zufolge einen größeren Pimmel haben soll als mein Aufnahmepartner. Wisst ihr, warum ich das erwähne? Weil es fast unmöglich ist, einen längeren als er zu haben. Denn stimmt es, dass XXL Kruse einen größeren hat? Ja, Bugs, XXXX Large Kruse? Ich guck mal kurz nach. Sollte mein Bruder sein? Ich begrüße ihn heute recht herzlich. Hi. Wenn euch das Video gefällt, trotz der kleinen Probleme, die wir haben, und ihr euch unterhalten fühlt, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Danke. Welche Formation spielst du? Ich spiele 4-2-3 Erde. 4-4-2, die zweite. Warum mache ich eigentlich immer Experimente gegen dich, Mann? Weil du weißt, dass ich schlecht bin und du gewinnen kannst. Ja, meine drei nominierten Freunde, willkommen bei Benjis Nominiertenliste. Let's go. Also im mittleren ZOM steht Isebio. Alter, will der wieder all-in gehen mit der... Oh, nee. Das wird ja ein spaßiges Gameplay. Mann, hab ich Bock drauf. Im Sturm steht Joelinden. Den wollte ich noch aufschreiben, Mann! Und links habe ich Willian. Volland, Kampel und Hullet. Ich dachte schon so auf asozial, denke ich schon so, ja man, Hullet. Und dann, nein. Hast du ja nochmal Glück gehabt, Gamer Brother. Gut, ich dachte, ich mach's mir einfach, weil halt einfach ist. Hätte ich gerne eine Ikone. Gorgonzola-Soße. Dachte ich, probier mal aus, Alter. Dann besser. Ich frag dich jetzt einfach mal, hast du Timo Werner aufgeschrieben? Ja! So, dann mach ich mal weiter mit den ZDM. Links habe ich die Okure genommen. Und auf der anderen Seite rechts, da gehe ich mit dem guten Toni Kroos. Und ich habe Khedira! Wer spielt denn freiwillig mit Toni Kroos? Och nein! Okay, linkes Mittelfeld. Ich glaube, du kennst ihn sogar. Einer deiner Lieblingsspieler. Oh, der heißt sogar genauso wie ich. Leroy. Leroy Sané, ja. Guter Typ. Dann ZM hätte ich gerne Fernandinho, Team of the Season. Und im rechten ZM hätte ich gerne eine Karte, die ich in mein persönliches Team of the Season der Bundesliga gewählt habe, im 3-4-3. Kerem Demirbay. Schade, ich habe wieder mal keinen treffen können. Ich Idiot. Okay, nice. Yes, yes. So, dann machen wir weiter mit den Außenverteidigern. Links stehen habe ich den guten Kurzawa. Und rechts kommt der Johan Fran. Mann, ich hab Alonso und Kimmich. Mann. Außenverteidiger bei moi. Ich hoffe, du hast Rechtsverteidiger nicht Carvajal aufgeschrieben, denn ich hab Carvajal. Hey, yo, hey, was laberst du, hey? No risk it for the biscuit. Ich gehe Risikomodus. Und Linksverteidiger, den hab ich echt, wusste ich gar nicht mehr, dass ich in dem Verein habe. Das ist eine Footmiss-Karte. Van Arnold. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Carvajal aufgeschrieben. Zack und Torwart rein. Falls Maul! Der gibt doch da gar keinen Sinn in der Ecke. Ja, lol. War wirklich mehr Glück als Verstand. Okay, ist drin. Zum Abschluss dann die Innenverteidiger und der Torwart. Rechts steht Gabriel Paulista, im Tor Oblak und links Umtiti. Laporte, Theo Hernandez und Rulli. Scheiße. Rechte Innenverteidigung, Sergio Ramos. Linke Innenverteidigung, Van Dijk. Und im Tor, wie heißt der hier? Sergio Rico. Wow, hast du nicht wirklich gemacht. Hab ich keinen von aufgeschrieben. Aber ich hab Toni Ramos drin, das war keine gute Idee, aber scheiß drauf. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel wieder, Freunde. Ach du Scheiße. Nein, spiel ich noch eine Formation, die ich dieses Jahr, glaube ich, noch nicht einmal gespielt habe. Ist natürlich auch eine super geile Idee.
Vor allem, wenn da so ein Prime Eusebio halt einfach mal rumhopst, dann könnte es ja mal durchaus schwierig werden, du, ne? Nein, ich bin dumm! Mann! Ah. Ah. Ah, okay. Rot wäre reingegangen. Nicht zugucken, Männer. Helfen. Das ist das Devise. Für was trifft man denn grün? Ich, seit wann hat Kruse 4 Sterne? Ich wusste nicht, dass der so tricky ist. Okay, jetzt. Jawohl! Mann, du bist so gut, Ben. Gegen dich habe ich ja gar keine Schuss. Oh, ich musste. Ich wollte. Yes. Had to. Nein, ich bin... Digga, ich... Oh mein Gott, ich hab's gar nicht verdient, in irgendeinem FIFA-Spiel zu gewinnen. Ich war ultra überfordert gerade. Timo Werner, da bin ich absolut zufrieden. Mann, ich bin so... Ja! Nein! Oh! Was? Ey, ich hätte 2 Tore machen müssen, Mann. Ich bin so ein Vollhorst. Oh, ey, dieser Einsatz von meinen Spielern, der ist ja nicht in Worte zu fassen, wie die versuchen, an den Ball zu kommen. Wow! Ja! Let's go! Ah! Aber hätte mich auch gewundert, hätte er den reingemacht, dann wird's noch so knapp. Ja. Das ist das dritte Mal! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, endlich ist dieses dreckige Spiel vorbei. Ab zum Dischaden und Ende mit dieser Aufnahme. Ich hab nur einen Pick, Mann. Einen. Oh, 4, 2, 3, 1, ne? Ein Pick. Wo stellt er den Eusebio hin? Wo? Linker ZOM. Oh mein Gott. Als du Linker gesagt hast, ist mir kurz das Herz stehen geblieben. Sebio war in der linken Außenverteidigung. So hast du nur Umtiti getroffen. Ich wollte es linker Verteidiger nehmen. Oh mein Gott, fick mich, Mann. Digga, ich wollte Linksverteidiger nehmen, Mann! Ja, aber trotzdem nehme ich mit. Aber Mann, ich wollte erst Linksverteidiger sein. Dachte ich, nee, Linksverteidiger stellt er den nicht. Mann! So, Freunde. Das war's an der Stelle mit dem Videos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut bei Ben vorbei. Auf Wiedersehen. Ja, geiles Spiel, geiles Leben, geiles Arschloch. Ciao.